the world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world. Colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. To escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. 5th November, 2018. Juni 8 hebben. Wir sind zurück aus dem Farbgeschäft. Bellini. Ich aktiviert. Willkommen zu Hause, Markus. Ja, ich bin Marco. Wir sehen uns sogar im Spiegel. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Wir lassen den Vogel mal drin. Komisch. Centauri. Der Nordpol wird. Der Nordpol. Wieso Russland ihn will? Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von
EA-Rio benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russland. Doch hier geht es nicht nur um das Bruttoinlandprodukt, zusätzlich Ethereum-Reserven würden beide Nationen erlauben, modernere Androiden-Modelle zu testen und ihre Militärs und Industrie. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistisch. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsident Warren hat diese Auffassung kürzlich studiert. Es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Detroit Today. Leben auf dem Titan gefunden. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methan-ISO-Oberfläche des Titans aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt. Die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasser-Ozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt ist. Nachdem auf Enceladus einem weiteren Satelliten des Saturns ähnliche Materie gefunden wurde, scheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Eine fette Giraffe im Boot. Übel. Naja. Jedem das sei. Und schön immer aufräumen. Die Menschen haben ja auch überall so.
raus. Die Vorhänge auf. Ah, wir schauen uns zuerst ein bisschen um. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Und ich bin enttäuscht. Thank you.
Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Eben. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Ich hätte mein Frühstück gerne noch vor dem Mittag, wenn es möglich ist. Danke, Markus. Fernseher. Das ist nett. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen.
Staaten diese Annexion unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barentssee. Douglas Cornwell, der UN-Generalsekretär, rannte auf einer Pressekonferenz anlässlich des Dritten Weltkriegs. Er ermahnte Russland und die Vereinigten Staaten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt eskaliert. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Ein Punkt. Kate Oden. Was liest du? Oh, Keats Oden. Das Buch haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Naja, in seinen Gedichten steckt viel Schwermut. Keats war verliebt. Es gibt nichts, was einen Mann so elend machen kann wie die Liebe. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Karl ins Studio. Das Mausstudio. Wow. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Wenn nicht das Laken. Holy moly. Kitzen an der Wand. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares.
Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Na gut, dann probiere ich es halt mal. In der End. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Fühle nicht. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Ja. Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä?
Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Arsch. Der Maler. Kommt zu Hause. Schon Pay.